Hallo Freunde, jetzt und heute beginnen wir mit der Modellierung von geometrischen 3D-Figuren. Als erstes erstellen wir einen Zylinder. Dazu ziehen wir einen Kreis auf. Diesmal ausnahmsweise ohne die Steuerungstaste zu halten. Jetzt verringere ich die Kontur noch etwas. Dann dupliziere ich diesen Kreis. Halte die Steuerungstaste gedrückt und schiebe den Kreis weiter nach unten. Jetzt wähle ich mein Freihandlinienzeichenwerkzeug und verbinde die Punkte. Die Kontur mache ich jetzt mal genauso groß wie bei den Kreisen. Das war 3,712. Beziehungsweise 2,1. Das dupliziere ich jetzt. Und positioniere es dann an den anderen beiden Endpunkten. Jetzt wähle ich den unteren Pfad aus, beziehungsweise den unteren Kreis. Wähle dann Pfad. Objekt in Pfad umwandeln. Wähle dann hier mein Knotenwerkzeug und wähle die Punkte rechts und links außen aus. Dann klicke ich auf Pfad an den gewählten Knoten auftrennen. So. Wie ihr hier seht, ist er aufgetrennt. Aber ich kann es noch nicht einzeln bearbeiten. Dazu klicke ich jetzt wieder auf Pfad und dann zerlegen. Und jetzt habe ich zwei Pfade, die ich unabhängig voneinander bearbeiten kann. Und kann hinten zum Beispiel einen gepunkteten Pfad erzeugen, um zu symbolisieren, dass man durch ein Objekt schauen muss, um diesen hinteren Bereich sehen zu können. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich freue mich natürlich auch über jeden Like und jeden Kommentar. Lasst auch gerne ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Mal. Und wer noch mehr über Inkscape lernen will, klickt auf den ersten Link in der Beschreibung.